So, liebe Leute, ich habe die Spoiler zum One Piece Kapitel 1021 am Start und es passiert was in diesem Chapter, was ich schon wirklich seit über 2 Jahren hier predige und wo mir viele von euch auch zugestimmt haben immer. Es war der erste Gedanke, seitdem Shinobu aufgetaucht ist, und zwar, dass sie mit ihrer Teufelskraft Momo älter werden lässt. Dass Momo mithilfe seiner Teufelskraft dort auf Wano Kuni was auch anrichten kann. Und genau dieses Thema wird in diesem Chapter aufgegriffen. Natürlich ist das nur ein kleiner Part dieses Kapitels, es passiert noch viel mehr. Was alles passiert, gibt's nach dem Intro. Lasst einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Ich habe die Spoiler natürlich wieder in der Videobeschreibung für euch verlinkt, die könnt ihr euch reinziehen, denn sie werden hier und da mal jetzt in den nächsten Tagen aktualisiert, hinzugefügt werden hier und da einige Sätze, deswegen in der Videobeschreibung ist der Link, dort könnt ihr euch die Spoiler nochmal reinziehen im Reddit und das Chapter 1021 heißt Dämonio. Und der größte Teil dieses Kapitels ist auch der Kampf zwischen Robin und Black Maria, was ich nicht vermutet hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass Oda Back-to-Back 2 Chapter macht, wo der größte Teil Robin vs. Black Maria ist. Das war ja schon letzte Woche so und jetzt ist es immer noch so, aber sind wir mal ehrlich, Robin braucht auch mal einen richtig krassen Kampf und gegen so jemanden wie Black Maria, Flying Six, die auch angesehen ist, die auch stark ist dort, das ist schon ein extrem würdiger Kampf für Robin und wir kriegen hier auch ein Flashback, was bei Robin ja eigentlich sehr interessant ist, die Flashbacks aus ihrem Timeskip, denn sie war ja bei Dragon, sie war bei Sabo, sie war bei der Revolutionsarmee, was sie alles erfahren hat und weiß und was sie nicht kommuniziert mit der Crew jetzt gerade, ist eigentlich geisteskrank, sie muss eigentlich viel mehr wissen als noch vor dem Timeskip, die Infos, die die Revos haben, hat sie ja irgendwie auch bekommen, hier sehen wir aber den Flashback, wie sie mit Sabo, Koala und Huck irgendwie sich unterhält und sie benutzt auch in der Gegenwart eine Technik gegen Black Maria, die Dämonio Fleur heißt. Dämonio bedeutet einfach so viel wie Teufel und sie verwandelt da ihren riesigen Körper, den sie hinter sich gespawnt hat im letzten Chapter, den verwandelt sie zu einem schwarzen Dämon, was man ja noch nicht sehen hätte können jetzt im letzten Chapter, aber den verwandelt sie zu einem schwarzen Dämon. Ich bin echt gespannt und was ist das für eine krasse Technik eigentlich, Leute? Und wir kriegen nämlich noch einen kleinen Flashback zu dieser Technik, als die Crew nämlich damals zur Fischmenscheninsel runtergeschwommen ist, runtergetaucht ist mit dem Schiff, wurden sie aufgehalten von einem Stein und das ist die gleiche Technik. Sie hat nämlich von der Revolutionsarmee, das kriegen wir hier erklärt, hat sie gelernt, wie Fischmenschen-Karate funktioniert, beziehungsweise Koala wollte ihr das die ganze Zeit beibringen und Sabo auf der anderen Seite wollte ihr die ganze Zeit beibringen, wie man mit dieser komischen Drachenklaue kämpft. Und das ist sowieso interessant, dass Sabo jetzt so dafür steht, für diese Drachenklauen-Attacken und so, wie er mal seine Hände geformt hat und so mit dieser absoluten Kraft, was ja irgendwie klar ist, dass er das auch von Dragon gelernt hat und das hat sie auch gelernt von Sabo. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Stein vor Fischmenscheninsel. Dort hat sie den irgendwie zerstört. Das steht hier in den Spoilern ganz komisch. Mit der gleichen Technik greift sie jetzt auch Black Maria an. Also es wurde hier so dargestellt. Sie hat damals mit dieser Technik einen riesen Stein zerstört. Und dann sieht man hier ein Panel, ein Cut genau, wie sie die gleiche Technik auf dem Gesicht von Black Maria anwendet, was natürlich extrem krass ist. Mit bisschen Fischmenschen-Karate, mit dieser Drachenklaue und ihrer komischen neuen Dämonen-Riesenfaust oder was auch immer, wie geisteskrank, was Robin alleine auch schon aus sich gemacht hat, kämpferisch vor allen Dingen, was ich nie gedacht hätte. So, und ganz am Ende des Chapters kriegen wir noch eine Info bzw. ein Szenario gezeigt, wo ich einfach nur Lust drauf kriege, dass es da direkt weitergeht. Aber nächste Woche ist leider Pause, was ich euch leider auch noch nicht erzählt hatte. Aber jetzt bin ich raus damit und es ist nächste Woche Pause. Wir müssen nächste Woche uns wieder über Wasser halten mit anderen Videothemen. Aber egal, jetzt haben wir erstmal das. Das Chapter kommt ja auch noch raus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und es ist einfach, weil die Shonen Jump nicht erscheint nächste Woche. Also nicht, weil Oda irgendwie eine Pause macht. Auf jeden Fall sehen wir dort das Geschehen wieder zwischen Momo, Shinobu und Ruffy liegt da auch noch rum. Und das ist auch der Cliffhanger des Kapitels ganz am Ende, dass Momo Shinobu darum bittet. So rum nämlich. Momo fragt Shinobu, ob sie nicht ihre Reife-Reife-Frucht auf ihn anwenden kann. Das ist erstmal die erste gute Nachricht, dass das jetzt aufgegriffen wird und dass Oda da die ganze Zeit dran gedacht hat. Leute, ich weiß nicht, wann Shinobu das erstmal aufgetaucht ist. Ich würde sagen, auch 2018, Anfang 2019 vielleicht so. Und ihr könnt zurückgehen zu den Videos aus dieser Zeit. Dort haben wir auch das allererste Mal behauptet, dass sie mit ihrer Frucht auch vielleicht Person oder auch Momo älter machen kann, weil bei Momo ist das ja ein ganz besonderer Fall. Er ist ja 20 Jahre in die Zukunft gereist, hat also auch 20 Jahre seines Lebens übersprungen sozusagen, ist aber nicht älter geworden, also musste er keine Lebenszeit dafür einbußen. Wenn jetzt Shinobu das aber macht, ihn 20 Jahre reifen lässt, in einen Erwachsenen, er will auch ein Erwachsener sein, das sagt er, er will nicht nur 1-2 Jahre älter werden, er will erwachsen werden, dann werden ihm ja wirklich Lebensjahre einfach gestrichen. Und Shinobu stimmt hier auch erstmal nicht zu. Sie sagt erstmal zu ihm, dass sie das nicht machen kann, wahrscheinlich nur aus diesem Gedanken, dass er Lebenszeit wegschmeißt, wenn sie es macht. Oder
vielleicht hat sie das an Personen auch noch nie angewendet und es wäre zu gefährlich, das jetzt auszutesten, weil sie sich noch nie getraut hat. Sowas könnte natürlich auch sein. Oder das geht irgendwie zu so und so viel Prozent immer schief oder irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen, warum, das wird hier noch nicht thematisiert, aber Fakt ist, es wird ein riesiges Thema in One Piece in diesem Arc. Und ich sag euch das, Momo wird älter gemacht, er wird einen wichtigen Teil noch im Kampf gegen Kaido dazu beitragen. Er wird, denke ich mal, mit seiner Teufelsfrucht später Onigashima die Insel aufhalten, vor dem abgesetzt werden, sozusagen in die Blumenhauptstadt, wo ja auch unzählige Unschuldige dann sterben. Ich glaube, Momo muss erstmal größer werden, damit sein Drache auch halt viel größer ist in der Drachenform, wenn er sich verwandelt. Und erst wenn er halt größer ist, kann er auch halt viel größere Wolken erschaffen, kann erst dann die Insel auch transportieren, tragen. Und ich denke, Shinobu wird noch überredet. So, wir sehen hier Ruffy. Ruffy gibt noch kein Statement ab. Ruffy ist hier nämlich gerade am Vollfressen. Der frisst sich voll mit Fleisch, steht hier. Also, Ruffys Batterie wird langsam aufgefüllt. Und hier steht auch, dass er sich erholt, dass er langsam wieder auf den Beinen ist. Zu Karibu steht hier leider nichts. Kaido und Yamato wird auch noch nicht erwähnt. Sanji und Queen auch nicht. Also, viele Baustellen, die Oda sich dort aufgebaut hat. Und jetzt wieder mit Shinobu und Momo. Geil, Leute. Ich freue mich drauf. Ich hoffe nur, sie kriegen Shinobu noch überredet, bevor jetzt Ruffy sich vollgefressen hat und dann auf Momo wieder zu Kaido fliegen will. Wie geil wäre das, wenn Momo dann schon riesig wäre, also der Drache. Denn Momo ist ja in seiner Teufelsfruchtform ja auch nur so ein kleiner, mickriger Drachenwurm immer nur, weil er halt noch ein kleines Kind ist. Wenn er jetzt erwachsen wäre, hätte er genauso einen riesigen Drachen. Ach sowieso, Leute, zieht euch mal diese Coverpage rein, die auch schon, glaube ich, über 10 oder 15 Jahre alt ist oder so, diese Coverpage, wo man die Strohhüte auch schon in so einem Wano Kuni-Design gesehen hat, Kirschblüten und hinten halt das gleiche Farbschema von Momo und auch so ein großer Drache, aber halt ausgewachsen, so. 1:1 der Drache von Momo mit den gleichen Farben, nur halt ausgewachsen. Und ich glaube, dass das ein riesen Foreshadowing war, was ich auch schon immer gepredigt habe. Und viele von euch haben mir immer zugestimmt auch. Ich war ja auch nicht der Einzige, der das immer gesagt hat. Es war irgendwie klar, dass Momo älter werden muss irgendwie, um auch ernst genommen werden zu können in diesem Kampf und so. Shinobu war halt das perfekte Werkzeug. Viele haben immer gedacht, Bonnie passt auch noch perfekt, wenn Bonnie das machen würde. Bonnie hat ja genau diese Frucht, um das zu machen. Aber Bonnie ist ja gar nicht anwesend. Bonnie war bei der Reverie, die hat da irgendwie auch gekämpft, wahrscheinlich mit Sabo und den Revolutionären an der Seite, um Kuma zu befreien. Also letztendlich ist sie bestimmt auch irgendwo gefangen und das passt ja auch nicht, dass sie jetzt auf Wano auftaucht. Deswegen Shinobu passt. Nur was für eine Rolle dann halt Momo spielt. Wir wissen, dass er immer diese kleinen Wolken erschaffen kann, womit er auch fliegen kann. Also er kann sich daran festhalten so. Genau diese gleichen Wolken, glaube ich, auch die jetzt Kaido um die Insel Onigashima gespawnt hat, um das letztendlich zur Levitation zu bringen, die Insel. Und ich glaube, das ist fast schon das einzige positive, beziehungsweise das einzige krasse Gimmick, was er jetzt dazu kriegt, dass er größere gelbe Wolken erschaffen kann, mit denen er Sachen zum Fliegen bringen kann, beziehungsweise drauf laufen kann. Natürlich ist noch die Frage, Kaido kann immer komplett den Himmel so beeinflussen, beziehungsweise Wolken und Blitze erschaffen dort oben. Und auch dieser Boro Breath, dieser Feueratem, den er erschaffen kann, ist ja auch eigentlich nur alles mit dieser Drachenfähigkeit. So, und diese Fähigkeiten müsste Momo ja auch beherrschen, wenn er jetzt in der großen Form ist. Und er kann es halt nicht kontrollieren, er hat damit noch nie trainiert. So, Kaido hat irgendwie, weiß ich nicht, 40 Jahre Erfahrung oder so mit der Frucht. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Deswegen bleibt abzuwarten, was das letztendlich bringt und ob es überhaupt getan wird oder ob Shinobu sich wirklich die ganze Zeit wehrt und es gar nicht mehr angewendet wird, diese Option, und oder trollt uns nur alle, die das für immer so gedacht haben, dass das passiert, so wie mich zum Beispiel. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Es gibt diese Woche den Chapter-Stream, eine Review gibt es auch noch zu dem Kapitel. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.